Hola amigos, herzlich willkommen bei unserem neuen Wir klären auf Video. Wir beantworten jetzt mal wieder eure Fragen. Ihr habt die wieder ganz fleißig als Kommentar und in Facebook geschrieben. Los geht's mit der ersten Frage. Würdet ihr jemals in High Heels rumlaufen? Die Frage ist doch eher, würdet ihr jemals ohne High Heels rumlaufen? Was für ein iPhone habt ihr? Yo, ich habe ein iPhone 5 und der Roman hat seit unserer letzten Songparodie ein kaputtes iPhone. Nein, es war schon davor so. Sonst denken die noch irgendwie, ich hätte mein iPhone hier mal Parodie kaputt gemacht. Ja, hier mal ein ganz kurzer Ausschnitt von der Szene mit dem iPhone. Brauche jetzt 3G, Bitch, Tele. Und ja, viele dachten, wir hätten das extra nur für die Parodie kaputt gemacht. Nein, das ist bei einem Lochi vs. Lochi-Dreh ist es währenddessen runtergefallen, ja. Was würdet ihr machen, wenn eine ganze Horde von Omas und Opas zu euch kommen würde? Habt ihr AskFM und wenn ja, könnt ihr mal den Link ins Video einfügen, denn es gibt bestimmt viele Fake-Accounts. Ja, wir haben eigentlich beide kein AskFM, also es gibt so viele Fakes. Also Leute, wenn ihr uns irgendwie in AskFM folgt oder wie es auch immer heißt, Leute, das sind alles Fakes. Egal wer da schreibt, ich bin der echte Roman, ich bin der echte Heiko. Alles Fake. Alles Fake. Am besten spammt ihr dann alle AskFM-Profile voll mit Fake, Fake. Bei Facebook ist es eigentlich auch fast überall so. Warte, mir ist gerade aufgefallen, ich mach die ganze Zeit so. Wie so ein Hund. Wuff, wuff, wuff. Ey, habt ihr eigentlich ein Skateboard oder sowas ähnliches? Yo, wir beide haben ein Longboard und das haben wir auch letztens in unserer letzten Parodie gesehen. Roman, was würdet ihr tun, wenn ihr keine Songparodien mehr machen dürft? Wenn wir keine Parodien mehr machen würden, dann würden wir jetzt wahrscheinlich irgendwelche süßen Katzenvideos drehen. Ja, Hundevideos. Oder so Hundevideos. Hä, warum Hundevideos? Achso, wegen dem hier. Nee, wir würden wahrscheinlich irgendwie so Katzenvideos drehen. Oder so Koala-Babys, die gerade niesen. Ja. Oh ja. Seid ihr bei dem Video Day? Ja, wir sind auf jeden Fall beim Video Day. Falls der ein oder andere nicht weiß, was es ist, das ist mit Abstand das größte und geilste spektakulärste YouTuber-Treffen und Fan-Treffen in ganz Europa. Das wird in der Lanxess Arena in Köln im August stattfinden. Wir haben auch hier ein paar Tickets zu verlosen. Boah, also das sind aber ganz schön viele Tickets. Sagen wir so, wir verlosen insgesamt 2x5 Tickets, also dass ihr mal zu zweit dahin gehen könnt. Lasst uns einfach mal in den Kommentaren euer Lieblingsgedicht oder schreibt uns in den Kommentaren mal irgendein Gedicht. Und wir am besten mit dem Thema YouTube. Irgendwas Schräges am besten und wir suchen dann die Besten raus. Weil die Gewinnchance für den einen oder anderen trotzdem nicht so hoch ist, also nichts gegen euch, ist einfach so. Wäre es auch schlau, wenn ihr euch einfach ein Ticket kauft. Der Link ist in der Infobox, also wir freuen uns auf euch. Bitte seid dabei, wir werden da auftreten, wir werden wahrscheinlich einen eigenen Stand haben. Auch ganz viele andere YouTuber sind da, zum Beispiel RightCity, Apecrime. Eigentlich sind alle. Also seid auf jeden Fall da, wir haben hier Tickets, kauft euch auch Tickets. Dieses Jahr wird der Video Day richtig gut, es gab viele Erneuerungen und ja, wir sind auf euch gespannt. Kauft euch die Tickets und kommt sofort vorbei, yeah. Ihr dumm Füchse, ey. Gäh? Heiko, kannst du Roman mal einen Nippeltwist geben? Ich glaube, das wird kein Problem darstellen. Nein. Doch? Nein, du gibst mir ganz sicher keinen Nippeltwist. Ich gebe dir 5 Euro. Ich gebe dir 5 Euro, wenn ich ihnen einen Nippeltwist gebe. Nein. 5 Euro. Oh nein. Oh komm, du hast ganz kurz Schmerz und danach ist sie wieder weg und dann hast du 5 Euro. Hallo, das ist doch wert. Das war ohne Gott, das ist doch wert. Zeit, denn ich will die 5 Euro sehen. Ich hab keine 5 Euro dabei. Ja toll, du dann. Gibt es sogar den neuen Schein. Das muss doch sein. Den neuen 5 Euro Schein. Ja, ich will's sehen. Ich hab den neuen Schein bei mir im Portemonnaie, aber hier. 5 Euro. Nein. Doch, 5 Euro. Da, komm, 5 Euro. Warte her. Junge, wen du was. Jetzt hast du schon das Mal. Nein. Oh, Junge. Junge. In die Kamera. Junge. Alter. No. Penner. Egal, ich hab 5 Euro. Ja und? YouTube Money. Umso mehr Käse, umso mehr Löcher. Umso mehr Löcher, umso weniger Käse. Was schließen wir daraus? Umso mehr Käse, umso weniger Käse. Trifft sich ein Thunfisch mit dem Walfisch. Da sagt der Walfisch, was soll die Thunfisch? Da sagt der Thunfisch zum Walfisch, du hast die Walfisch. Dies war ein literarischer Fachausdruck aus der deutschen Sprache. Das Vokabular dieses Akzentes ist wirklich sehr ausgeprägt und hat ein großes Spektrum. Dieses Spektrum ist abgeleitet aus dem Preußischen. Dieses Preußische ist eine Invasion, eine Anschauung des Weltvokabulars. Das ist der Kasus Knacktus.
Könnt ihr mal ein Special machen? Zum Beispiel bei 200.000 Abonnenten ein Draw My Life? Also das mit dem Draw My Life, das ist unnötig, weil ich zumindest habe schon mal eins gemacht. Ich habe kein Leben. Ja, also hier ist ein Ausschnitt von meinem Draw My Life Video. Hallo zusammen, ich mache heute mein Draw My Life Video. Das bin ich. Und das war mein Leben. Ciao. Ein 200.000 Abonnenten Special wird auf jeden Fall kommen. Vielleicht etwas verspätet, weil der Produktionsaufwand von diesem Special in dem Sinne etwas aufwendiger wird. Eigener Song. Ich bin in eurem Zimmer. Ich glaube, du hast da was verwechselt. Wir sind in deinem Zimmer. Wir sind bei dir eingebrochen. Und wenn du es nicht siehst. Wir sind unsichtbar. Wir sind unsichtbar. Wir sind eigentlich, im Grunde genommen sind wir nur so zwei. Wir kommen aus einer anderen Galaxie. Wir sind in einer anderen Dimension. Wir sind die Dämonen. Sag mal, wer hat eigentlich euer Lochi vs. Lochi Intro erstellt? Unser Intro hat der Sebastian von Jones Creations erstellt. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung zu seinem Kanal. Und nein, also mal ganz ehrlich, also er kann das echt gut. Geht mal auf seinen Kanal, checkt das mal ab. Ja, Heiko. Die machen da ständig irgendwie so Actionfilme oder irgendwas Cooles mit Animationen. Guckt auf jeden Fall mal vorbei. Es ist auf jeden Fall ein Abo wert. Yo, wir hoffen, unser neues Wir klären auf Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst es uns wissen und zwar mit einem Daumen nach oben. Jetzt geht's entweder weiter mit unserem letzten Wir klären auf Video oder ihr guckt euch unsere letzte Songparodie an zu Impossible. Schreibt auch mal in die Kommentare natürlich wieder Fragen an uns für das nächste Wir klären auf Video. Und ja, ich hab's vorhin schon erwähnt, denkt dran, kauft euch Tickets für den Video Day. Wir sind auf euch gespannt, wir freuen uns auf das Fan-Treffen. Ihr müsst einfach alle kommen. Wir sehen uns wie immer nächsten Lochi Samstag mit einem neuen Video. Wir sind jetzt raus, ihr wählt aus. Ciao!